Annette schaut in ihrer Praxis vor allem bei Patienten, die eine Autoimmunerkrankung haben, wie MS oder Hashimoto, nach Infektionskrankheiten, weil sie hier sehr häufig fündig wird und Korrelation sieht. In dem Interviewausschnitt aus dem Chronischen Infektionskongress mit Sören Schumann und Annette Johnson sprechen beide außerdem über Fibromyalgie, leider ein immer noch zutiefst unverstandenes Krankheitsbild. Der Moderator Sören Schumann ist ganzheitlicher Ernährungs- und Gesundheitsberater und Autor. Annette Johnson ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und führt seit 2009 ihre eigene Naturheilpraxis in Rottenburg-Wurmlingen. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte sind Autoimmunerkrankungen, Borreliose, Fibromyalgie und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Neue spannende Videos gibt es mehrmals pro Woche. Abonnier den Kanal und klick auf die Glocke, nur so verpasst du nichts. Viel Spaß beim Interview. Guaifenesin hat den Vorteil, dass es ohnehin die Spirochäten der Borreliose im Schach hält. Nicht so stark wie Artemisia, aber die mögen den Duft nicht von diesem Harz und verstecken sich dann lieber, anstatt dass sie sich ins Blut trauen. Das heißt, ich habe viele Jahre nur gewusst, dass ich so eine leichte, latente Borreliose habe. Mhm. Wie stark die Borreliose bei mir wirklich war, habe ich erst durch die Technik von Dr. Klinghardt rausgefunden, der publiziert hat vor 2 Jahren, dass man sich ausmassieren soll an den gelenknahen Sehnen. Denn wenn ich mal so eine harte Ellenbeugensehne bei mir anfasse, da ist kein Blut und kein Abwehrkörperchen drin. Da ist einfach sturmfreie Bude, sturmfreie Zone für diese Borrelien, für die Spirochäten. Da verstecken die sich und naschen ganz in Ruhe mein Magnesium, mein Mangan und mein Kollagen auf. Und wenn dann in meinen Patienten irgendwelche Sehnen reißen, dann sagt man immer nur, die werden untrainiert. In echt hat jemand an diesen Sehnen geknabbert. Ich habe dann Photontherapie angefangen und um zu beweisen eigentlich, dass es nicht hilft, es hat dann doch geholfen. Ich habe es nochmal im Dunkelfeld nachprüfen lassen. Das Spezielle an meiner Photontherapie, die ich aus Bequemlichkeit dann, weil ich das Gerät in meiner Praxis stand, umgerüstet habe, waren 2 Photonenstrahler statt einen und ich habe 2 Frequenzen gleichzeitig drauf programmieren lassen können vom Hersteller. Das heißt, ich war doppelt so schnell fertig und konnte gleich auch noch Co-Infekte mit ergänzen. Ich habe mich vor meinem Blut wirklich geekelt. Ich habe im Dunkelfeld, wenn man das mal alle 12 Stunden nachkontrolliert, hunderte von Spiralen raus wimmeln sehen. Das war wirklich richtig gruselig und ich hatte noch Ehrlichiose von der Zecke, ich hatte Coxsackie, ich hatte Chlamydia pneumoniae, das ist so durch Tröpfcheninfektionen von meinen Patienten übertragen. Ich hatte Mykoplasmen, das ist ein Erschöpfungskeim, der Fibromyalgie macht und ich hatte eine Yersiniose vom Schweinefleisch, obwohl ich eigentlich kein Schweinefleisch esse. Mhm. Meine Theorie ist ja, dass mir der Metzger das von seinem Wiegebrett mit der sauberen Plastiktüte, die er da drauf steht, gegeben hat. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich eben die Guaifenesin nehme, dass ich da so gesund bin und so langlebig. Und so kann man sich das genau vorstellen. Durch dieses Auszwingen haben die Spirochäten, die geschlafen haben, sich überlegt, Mist, das Hotel über mir kracht ein. Jetzt muss ich in dieses unangenehme Guaifenesin-Blut, weil sonst sterbe ich mit meinem Hotel. Dann gehen die raus und suchen, das kannst du richtig beobachten im Video, das ich von meinem Blut auch habe, dann suchen die sich eine neue Zelle, um sich von meinem Guaifenesin-Blut zu verstecken. Und in diesen Minuten, da findet mein Immunsystem, meine Beschützerzellen, meine Bürgerwehr, findet dann, dass da wirklich wieder Spirochäten rumschwirren und bildet dann Lymphozyten, die dagegen kämpfen. Die Gedächtniszellen haben wir schon lange, aber die entscheiden dann, wie viele von dieser Anzahl sie produzieren wollen. Das heißt, wie viel Feindeskontakt die hatten. Und das kann ich dann im Lymphozytentransformationstest, da habt ihr ja so einen tollen Vortrag vom Armin auch, Armin Schwarzbach aus Augsburg mit seinem ELISpot-LTT-Labor, da konnte ich dann nachweisen, wie stark meine Infektion war und nach der Photonen- und Strom-Kombi-Behandlung, dass es einfach weg war. Also ich glaube auf 1 oder so. Oder auf 1 auf 0, 1 auf 1. Vielleicht können wir erstmal anfangen so mit der Frage, mit welchen Symptomen so chronische Infektionen zum Beispiel in Verbindung stehen können. Du hast ja zum Beispiel bei dir angedeutet Fibromyalgie, aber hast auch andere Probleme. Aber was begegnet dir dann so in deiner Praxis? Also natürlich, das werden wir vielleicht am Schluss noch mal ein paar Slides sehen, die Autoimmunerkrankungen, wenn jemand MS hat vor allem,
würde ich nach Borreliose suchen. Wenn einer jetzt Hashimoto der Schilddrüse hat, meistens Frauen, weil Östrogen das triggert, würde ich meiner Reaktivierung von Epstein-Barr-Virus schauen. Mhm. Aber MS ist so das Allerwichtigste. Und dann alle Erschöpfungssyndrome, die mit leichtem Fieber oder Lymphknotenschwellungen einhergehen. Denn das ist das, was ich so ein bisschen ankreide in der Schulmedizin, dass man selbst jemand als Psycho einstuft, der Fieber hat oder Lymphknotenschwellungen. Einer deiner Schwerpunkte ist ja die Fibromyalgie. Vielleicht kannst du noch mal unseren Zuschauern kurz und knackig erklären, ja, was man darunter versteht, der Fibromyalgie. Fibromyalgie ist ein Muskelfaserschmerz. Mhm. Also die sagen zwar, die Gelenke tun mir weh, aber eigentlich meinen sie die Muskeln und Sehnen über und unterhalb der Gelenke. Und es sind wechselnde Stellen, so wie bei der Borreliose. Und die haben immer Erschöpfung dabei. Erschöpfung ist einfach total wichtiges Zeichen. Aber die Schmerzen müssen nicht immer dabei sein. Die haben aber ganz oft dafür Reizdarm. Das heißt, wir haben so eine Punkteliste und wenn so und so viele Punkte erreicht sind, dann und wenn es alles über 3 Monate besteht, dann können wir die Diagnose stellen. Wir drücken auch an besonderen Punkten und wenn da mehr als 11 von 18 schmerzhaft sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Wir sagen heutzutage Fibromyalgie-Syndrom, weil die Fibromyalgie von ganz vielen abgelehnt wird. Die wird so ähnlich wie früher das Mobbing oder wie das Burnout, wird alles nur noch als Depression eingestuft und gar nicht mehr geschaut, ob die vielleicht Infektionen haben könnten. Es wird einmal vielleicht kurz der normale IgG, IgM, Serologie oder Immunoblot gemacht, aber weil die Beschwerden absolut genauso sind wie Borreliose, wird einfach leider nicht nur die Fibromyalgie, sondern eben auch die Borreliose übersehen. Man macht einmal ein Labor und das ist dann ein falsches Labor und dann sagt man, wir hätten es ausgeschlossen, das wäre es nicht. Also, wenn man sich vorstellt, diese Erreger attackieren uns, welcher Teil vom Körper versucht die loszuwerden? Unsere Lymphe. In der Lymphe fließen die Leukozyten, die weißen Blutkörperchen und die Lymphe, die fließt in unseren Faszien. Die Faszien sind wie so ein Flussdelta, die sammeln die Lymphe aus dem Bindegewebe und führen sie in das Lymphgefäß. Das geht dann von den Beinen hoch und auf der linken Seite in unser Venensystem. Und die Faszien, das weiß man heute, und Fibromyalgie ist eine Faszienkrankheit, die können anschwellen durch diese viele Lymphe. Das heißt, und das tut weh, weil die auch mit Nerven durchzogen sind. Das heißt, wenn ich anschwelle, mein Körper überall, weil ich eigentlich gerade gegen die Borrelien oder andere Infektionen kämpfe, dann tut mir mein Muskelfaserbindegewebe mehr weh. Und so ist ja einfach der Zusammenhang, total logisch. Und irgendwie guckt keiner hin. Also wenn ich dann einfach lang genug das unbemerkt hatte, dann setzen sich die Spirochäten ja überall hin. Also die machen mir die Gelenke kaputt, die machen mich unkonzentriert, die machen mir sogar Reizdarm. Ich habe einen tollen, bekannten Arzt aus Los Angeles, einen Gastroenterologe, der Fälle beschreiben konnte von Borreliose im Darm. Also einfach, weil wir es nicht merken, werden wir richtig am Ende sogar autoimmun, weil unser Körper kämpft und kämpft, will uns beschützen die ganze Zeit und überreagiert sogar im Beschützen und wird dann quasi auch andere Zellen attackieren. Wie zum Beispiel Nervenzellen, wo diese Spirochäten gesessen sind, dann attackiert er die und entwickelt MS. Okay, sehr, sehr interessant. Du hast auch noch die Beifuß- bzw. Artemisia annua angedeutet. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, wie da so die Wirkung ist oder was du auch für Erfahrungen hast mit Patienten. Artemisia hat ja den Nobelpreis gewonnen in seiner Wirkung gegen Malaria. Und Malaria ist ja auch so eine chronische Sache, die man nicht rauskriegt. Ich habe sogar einen jungen Mann, der das bei einem freiwilligen sozialen Jahr sich eingefangen hat in Afrika und fast gestorben wäre mehrfach. Und diese kleine Pflanze, die duftet aromatisch, die schmeckt bitter, also lauter gesunde Stoffe, die schafft es, sogar Viren zu beseitigen. Mhm. Und weil wir jetzt gesprochen haben, wir haben ein Problem mit den Co-Infekten
Und wir haben auch ein Problem mit dem Biofilm. Da müssen wir auch noch sagen, dass wir da eben auch noch Pflanzen oder Bromelain, Ananasstrunkenzym oder andere Sachen dafür brauchen. Dafür, deshalb ist diese Pflanze so toll, weil die einfach ganzheitlich, also nicht nur Krebs heilt, was ja schon toll genug wäre, und Malaria, was ja schon toll genug wäre, sondern eben auch Borreliose und Viren. Das war's mit dem heutigen Video. Hoffentlich hat es dir genauso gut gefallen wie mir und konnte offene Fragen beantworten und für Klarheit sorgen. Willst du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren? In unserem YouTube-Kanal findest du viele weitere spannende Videos. Vergiss also nicht, den Kanal zu abonnieren. Hinterlasse uns gern auch Kommentare und teile deine Erfahrung mit Infektionen. Wie ist deine Geschichte? Welche Erfahrungen hast du mit Infektionen gemacht? Wie hast du sie behandelt? Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Bis zum nächsten Video.